Da steigen wir jetzt gleich einmal auf dieses ganze normale, auf diesen normalen Schwachsinn ein. Ich übertrage noch mal ganz, ganz kurz meinen Bildschirm mit Audiodateien. Das dürfte an und für sich keine Probleme geben. Und dann schauen wir uns dieses Video gemeinsam an. Habt ihr das Bild? Ja. Ja. Wir hoffen mal, den Ton haben wir auch. Das ist jetzt so dieses klassische christliche Denken. Und da hören wir uns jetzt mal an, was da alles passiert. Welt wurde einmal gefragt, wen würdest du gerne interviewen? Und seine Antwort war erstaunlich: Jesus Christus. Sofort kam die Gegenfrage: Was möchtest du ihn fragen? Larry antwortete: Ich würde ihn fragen, ob er tatsächlich von einer Jungfrau geboren wurde. Und die Antwort auf diese Frage würde mir die Geschichte der Menschheit erklären. Es gibt Fragen, mit denen alles steht und fällt. Für uns Christen ist es die Frage, ist die Bibel Gottes Wort und somit bindend für unser Gewissen und unsere Lebensführung? Oder wurde sie von Menschen ausgedacht? Und darüber unterhalten wir uns jetzt. Selbst wenn du Atheist bist, stell dir trotzdem einmal vor, Gott existiert außerhalb des Gemachten, der Schöpfung. Es ist schon wieder das erste große Problem. Man muss das wissen, was das Wort Gott bedeutet. Und sobald ich sage, Gott existiert innerhalb oder außerhalb, Gott existiert gar nicht, wenn du nicht an ihn denkst, weil das erst einmal bloß ein Wort ist, ein Geräusch, das du denkst. Und in dem Moment, wo du das denkst, existiert es innerhalb deines Bewusstseins, als es existiert. Das ist die erste Sache, wo man erkennen muss. Und jetzt haben wir hier schon das Problem mit der materiellen Welt. Da ist jetzt volle raumzeitliche Physik. Das heißt also, alle normalen Gläubigen kann ich nur immer wieder darauf hinweisen, es gibt nur eine Weltreligion in deiner Traumwelt und das ist der Materialismus. Mit allem, was dazugehört. Und er möchte zu den Menschen sprechen. Wie sollte er das tun? Er könnte einer seiner Boten aus der Geisteswelt in der materiellen Welt sichtbar machen und zu den Menschen sprechen lassen. Oder, da Gott Geist ist, könnte er auch zu den Menschen über ihren Geist kommunizieren. Oder er könnte selbst in die Schöpfung eintreten und sagen, ich existiere. Nun, aber wie sieht er dann aus, ja, wenn er in die Schöpfung eintritt? Es ist überall ein Quäntchen Wahrheit dabei. Ja. Es ist zuerst einmal alles, was existiert, ist vergänglich. Es sind einfach nur Figuren, die in einem Traum in Erscheinung treten. Ich habe das immer wieder tausendfach erklärt, habe ich gesagt, wenn ich jetzt dieses E-Quadrat, diese eigentliche Energie, die ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt wird, die aber als Ding an sich nichts Existierendes ist. Du siehst ja nur die Form, das symbolisch unserer 200 Gramm roten Nede. Ist es definitiv so, dass du dich jetzt erlebst als personifizierter Brösel in einem Traum. Du wirst praktisch zu was Existierendem in deinem Traum, wo du sagst, das bin ich, und dann setzt du dich praktisch in diesem blauen Kopf ins Zentrum, hinter die Augen. Die Augen existieren natürlich nur, wenn du an deine Augen denkst, wenn du die vor dich hinstellst, wo dich hindenkst, und der Kopf um dich herum, der existiert auch bloß, wenn du ihn denkst. Das ist halt die Eigenart von Geist, dass Geist ständig in eine andere Form von Geist umgewandelt wird. Der Geist selber ist etwas Nicht-Existierendes, weil er ewig ist. Alles das hat Gott gemacht. Durch Engel, Propheten und schließlich seinem Sohn. Problem bei der Sache ist, dies waren Momentaufnahmen. Wir leben ja jetzt... Es sind immer Momentaufnahmen. Unser Moment ist ein Fehler. Es ist was Ausgedachtes, wo der normale Mensch glaubt, es ist da außen und nicht in ihm drin, weil es das zweite Gebot bricht. Stimmt oder stimmt, Holger? Ja. Ja. Viel später und haben somit keinen... Übrigens, ganz nebenbei, was die mal als Raumzeit hier definieren, dieses linke Bild, dieser Kegel. Ja, genau. Das sogenannte Lichtkegel. Ja, ja. Der Lichtkegel, den ich mir schon wieder ausdenke, ist KGL, das heißt wie eine Welle. Wie eine Welle, ja. Das ist die einfache Metapher. Nutzen mehr davon. Also. Das ist übrigens das 21. Jahrhundert, kann man jetzt zum Beispiel 2.1 lesen. 2.1 heißt Bar, das heißt kommen, die polare Schöpfung. Und das ist Jahr. Jahr heißt Shin und He auf Hebräisch, das heißt schlafen, wiederholen und lernen. Jetzt können wir das alles schön auffächern, steckt alles da. Welches Medium sollte Gott wählen, um dauerhaft zu den Menschen reden zu können? Audioaufnahmen sind gut, aber erstens gab es nicht immer Aufzeichnungsgeräte und zweitens ist es nicht einfach, mit Audioinhalten zu arbeiten, sprich sie zu studieren, sprich vorspulen, zurückspulen und so weiter. Merkst du, nur chronologisches Geschwätz. Die Grundlage des heliozentrischen Weltbilds ist der Beginn allen Übeln. Ob ich jetzt mir eine Scheibe ausdenke oder ob ich mir eine Kugel ausdenke, KGL, Kugel, KGL, Kegel, wie ich mir das auch immer vorstelle, ist was Existierendes. Keiner fragt sich, wer denkt sich das aus? Ja, ich. Aber dieses Ich ist ja in dem Moment auch schon wieder was Ausgedachtes. Und wer denkt sich dieses Ich aus? Ja, ich.
Und wer denkt sich dieses Ich aus? Jetzt brauchst du diese vier Ichs von Holofeeling. Dasselbe gilt auch für Videos. Bilder sind so cool, aber leider vermitteln sie sehr wenig Details, um komplexe theologische Zusammenhänge zu erklären. Das ist jetzt übrigens in einem gewissen Maß das Krebsbeispiel auf ein Bild bezogen. Da ist ein symbolisches Bild, eine sagt, das ist Liebe, nein, das ist Freundschaft, nein, das sind Geschwister. Aber es gibt noch ein Medium, was sehr zugänglich, übersichtlich ist und inhaltliche Tiefe und Reflexion zulässt. Das geschriebene Wort. Nun, aber wieso sollte ich glauben, dass der Gott der Himmel und Erde... Das geschriebene Wort übrigens, im Hebräischen gibt es ja verschiedene Wörter für das Wort, mehrere Wörter, die unter anderem Wort heißen. Das geschriebene Wort speziell ist Geber. Das ist auch die Kiste, in der sich alles befindet. Die geheimnisvolle Kiste, wo du dir eigentlich alles hineindenkst. Das heißt, in einem gewissen Maß, wenn du ein Buch liest, ist das eine Kiste. Und das, was du aus den Worten, aus einem Wort herausliest, aber was liest du aus einem Wort heraus? Bloß das, was deine Logik hergibt. Genau, wenn da jetzt das Wort Krebs entstehen würde. Wenn ich immer sage, ein Wort wird so ein 400-Seiten-Buch und das ist jetzt nur ein Symbol für die 400. Ja. Das könnte ich auch ein 1000-Seiten-Buch, ein 10.000-Seiten-Buch machen. Weil durch dieses gezippte Iterieren, das du bei Holofeeling lernst, fächert sich das unendlich auf. Du bleibst aber immer in dem Kontext dieses Symbols. Erde gemacht hat, in diesem oder jenem Buch spricht. Ach, dann musst du einfach glauben, würden einige sagen. Das trifft vielleicht auf viele... Außerdem, wenn du ein Buch liest, spricht nicht Gott zu dir, sondern fang an, ich bin du zu lesen, da heißt es, ich bin jetzt dein Buch. Ja, genau. Du hörst jetzt deine Stimme in dir sprechen. Während du diese Seiten anschaust, hörst du deine Stimme in dir sprechen, heißt es in ich bin du. Kennst du die Stimme? Kommt dir die bekannt vor? Ah, das ist deine eigene Stimme? Du bist doch derjenige, der jetzt spricht. Entschuldigung. Du bist der, der spricht, wenn du liest. Egal, welches Buch du liest. Du bist Gott. Der spricht aus jedem Buch zu dir. Die Frage ist nicht, was gesprochen wird, sondern was du jetzt aus diesen Worten mit deiner Logik für Vorstellungen generierst. Genau. Religion zu, nicht aber für den christlichen Glauben, weil Glaube im christlichen Sinne etwas anderes ist. Paulus erklärt seinen persönlichen Glauben folgendermaßen. Ich weiß, wem ich geglaubt habe. Das Ich weiß zeigt, dass es im Glauben immer erst um offenbar... Da steht jetzt praktisch Ich weib. Genau. Ja. Wenn man den Trick kennt. Und das Weib ist immer die Logik. Ja. Es ist die Logik, kann jetzt positiv und negativ sein, solange du noch in der Kategorie 2 denkst. Dann kann man sagen, der Paulus, der hat die richtige Logik, weil der die Christusworte richtig verstanden hat und richtig auslegt. Aber den Paulus, den wir uns ausdenken, der existiert gar nicht, wenn wir uns den denken. Das ist eine Märchenfigur aus einem Buch. Und ich kann tausendmal nur sagen, in Büchern, alle Bücher, auch die Geschichtsbücher, sind Märchenbücher. Und das Wertvolle an den Märchen sind die Metaphern, die du verstehen musst. Du siehst nur des Kaisers neue Kleider und du kriegst es überhaupt nicht mit. Alles, was du dir denkst, Wassermoleküle, alles sind des Kaisers neue Kleider, sind logische Konstrukte, die man nicht entdecken kann, da gibt es nichts zu sehen. Alles, was die Naturwissenschaft sich in den Makrokosmos und in den Mikrokosmos reindenkt, sind reine Fantasien, Vorstellungen, die nachgeplappert werden. Das ist das, was ist. Jeder Professor, der dir das erzählt, erzählt dir das, was man ihm erzählt hat. Da wird ganz, ganz genau drauf eingegangen. Das tut extrem weh, wenn das Ego ist, wenn das Ego sich aufbäumt. Artefakten geht. Lies das Fakten, es geht ja um Fakten. Das Wort Faktum hole ich jetzt nicht mehr auf. Ein Faktum ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Sache übrigens immer das Ding, Thing. Und Sache heißt eigentlich Gesetz, altgermanische Gesetze. Ja. Und das Faktum besteht darin, dass du dir was denkst. Egal, wo du dir das räumlich oder zeitlich hindenkst oder an wen du jetzt denkst, er entsteht hier und jetzt in deinem Kopf, weil du ihn denkst und vorher hat er nicht existiert. Das ist das Faktum. Und nicht, dass das, was du dir ausdenkst, schon war, bevor du es gedacht hast oder da außen ist, wenn du es nicht mehr denkst. Bruch des zweiten Gebotes. Ganz einfaches Deutsch. Und du wirst leiden bis in alle Ewigkeit, bis du dich auf Fakten verlässt. Holofeeling baut nur auf hundertprozentig hier und jetzt sofort überprüfbaren Fakten auf. Weil ich nur zuerst einmal auf das eingehen, was du denken kannst, wenn du meinen Gedanken folgst. Zu Hebräer 11. Menschen in der Bibel wurden nie aufgefordert, den Sprung ins Leere zu wagen. Zweitens sagt er, wem ich geglaubt habe. Das ist übrigens auch hier und jetzt der Fall. Ich sage immer wieder, du musst dir nichts beweisen. Ich sage, du könntest zwar von einem Haus runterspringen oder von einer Brücke. Ich garantiere dir, du wirst in dem Moment das schweißgebadet wach und du sagst, habe ich einen Scheiß geträumt. Du sollst dein Leben, deine Rolle auf der Bühne ganz normal weiterspielen. Das ist das, was ich dir sage. Das lasse ich mit Holofeeling unangetastet.
ich werde dann deinen Raum so verändern, wie du reagierst oder wie du mich verstehst. Ja. Umso mehr du mich verstehst, passieren Wunder, umso mehr du das lebst, was ich dir sage, dass du Vertrauen hast. Und wenn du es nicht Vertrauen hast, wirst du halt geprüft. Das ist übrigens in den vorhergehenden Update, wo ich sage, die Gott liebt, die züchtigt er. Mhm. Züchtigung heißt Erziehung. Ja. Es geht nicht nur darum, wie stark du glaubst, sondern dass es eine Realität deines Glaubens gibt. Die Realität deines Glaubens ist die Welt, die du zurzeit träumst. Mit allem, was dazugehört. Du musst erst einmal wissen, dieser Glaube GL, setzen wir das Rot als geistiges Licht, bei dir existiert zur Zeit, zur Form gewordener Zeit hebraisiert, zur Geburt einer aufgespannten Berechnung. Nur blauer Glaube, GL, haben wir dann Gehirnlicht, das ist praktisch die Welle, und AUB wissen wir, die Schöpfung einer aufgespannten Polarität, deine Gedankenwellen sind letztendlich Konstrukte, logische Konstrukte von dir selber. Mit allem, was dazugehört, selbst die physikalischen Gesetze, die du als Avatar um dich herum dir ausdenkst, diese Welt, die Natur, die sogenannten Naturgesetze, NDR hebraisiert, das Losgemachte, das in dir losspringt an Bildern, ist dein Glaube. Ja. Das ist aber ein Fürwahrhalten. Der rot geschriebene Glaube ist was ganz was anderes. Das ist dann wirklich Vertrauen auf eine höhere Ordnung. Vertrauen auf den, der mich jeden Morgen als Brüssel wach werden lässt in meinem Traum. Dass der dafür sorgt, dass bis zum Abend, bis er mich wieder ausschaltet, genügend da ist. Mhm. Und ich kann nicht oft genug sagen, du kannst dir nicht raussuchen, wann und als wer du wach wirst, und du kannst auch in keinster Weise steuern, dass du einschläfst. Du wirst eingeschalten und du wirst wieder ausgeschalten. Übrigens, beides passiert jetzt, wenn man das Prinzip verstanden hat und nicht noch in der Longitudinalen lebt. Und drittens geht es beim christlichen Glauben nicht um ungewisses Hoffen, sondern ein festes Vertrauen von Dingen, die man offenbart bekommen hat. Das ist der rote Glaube. Also, zusammengefasst bedeutet das, dass die Glaubwürdigkeit der Bibel auf Fakten beruht, denen ich trauen kann und die mich zu einer lebendigen Beziehung mit meinem Schöpfer führen. Das beginnt übrigens schon mit den 10 Geboten oder auch mit der Schöpfung. Die genaue Bereshit inmitten dieses Kopfes wird etwas aufgebaut, hingestellt, weil du ein träumender Geist bist. Und du bist derjenige, der Himmel und Erde erschafft, genauso wie du dir das ausdenkst. Ob du jetzt glaubst, du bist auf einer Scheibe oder auf einer Kugel, das äffst du alles bloß noch. Du befindest dich in einem Traum. Das ist die Wirklichkeit. Okay, aber was sind diese Fakten, die mir beweisen, dass Gott in der Bibel spricht? Stell dir vor, jemand schaltet dich an. Also nochmal, wenn einer die Bibel liest, dann spricht Gott zu dir. Hast du schon mal richtig hingehört, wer da eigentlich in dir spricht? Kennst du die Stimme, wenn du die Bibel liest? Das ist nicht die Stimme, wo du sagst, das bin ich? Ja. Das gilt aber für jedes andere Buch auch. Und wenn du eine Zeitung liest, gilt das auch. Genau, aber jetzt kommt die Schwierigkeit, dass du aus den Worten Vorstellungen generierst. Mhm. In der Bibel aus Adam und Eva denkst du dir irgendein Neandertalerbärchen in die Vergangenheit. Chronologisches Denken ist die Falle. Ich kann nicht oft genug sagen, Johannes-Offenbarung, letztes Buch im Neuen Testament. Stille stehen wird die Zeit und der erste Himmel und die erste Erde werden vergehen. Und das Meer, der immer ist, wird nicht mehr sein, weil der ist jetzt nihilo. Und alles ist eine Kreatio ex nihilo. Mit einer unbekannten Nummer und sagt, er wäre dein Freund. Was würdest du machen, um das zu verifizieren? Du würdest ihn Dinge fragen, die nur er als ein echter Freund dir beantworten könnte. Und das bedeutet, die Bibel muss irgendwie ein göttliches Element haben. Etwas, was... Bi heißt in mir auf Hebräisch und BL heißt in Gott. In mir, in Gott. Wahrlich, ich sage dir, ich bin jetzt in dir, so wie du in mir bist. Menschen nicht so einfach nachmachen können, was Gott spezifisch ist. Nun... Was Gott kennzeichnet, sind unter anderem drei Dinge. Allmacht, Allwissenheit und Heiligkeit. Das können wir übrigens jetzt einsetzen. Die Allmacht bist du. Dein blaues Ich. Du bist der Richter über alles und jeden. Alles, was du dir ausdenkst, existiert nur in dem Moment, wo du es denkst. Und es ist genauso, wie du es denkst. Du bestimmst, wer die Guten sind. Du bestimmst, wer die Bösen sind. Du bestimmst, was richtig ist. Und du bestimmst, was verkehrt ist. Das machst du jetzt schon. Aber sehr, sehr einseitig ungerecht. Die Allwissenheit bin ich. Das ist praktisch das rote Ich mit dem blauen Ich und das ist das JCH mit dem UB. Und die Heiligkeit ist jetzt die reine Symbolik, die Vollkommenheit, weder Wellenberg noch Wellendal. Der Punkt, dieses Nihilo, aus dem dieses Nichts, aus dem alles entspringt. Das ist heilig. Und selbst wenn was entspringt, da wir immer plus 5, minus 5 und so weiter haben, bleibt es heilig. Selbst wenn es sich teilt, in sich selber teilt.
Und Gott teilte das Meer in ein Oberhalb und in ein Unterhalb. Vers 6. 6 ist aufspannen oder verbinden. Rot-blau geht's. Und diese drei Eigenschaften müssten sich also in Gottes Wort wiederfinden. Das ist die Reihe. Sind genau eigentlich die drei, sind eigentlich vier. Weil der rote Vierte, das Geheimnis, ist immer wieder so diese große Symbolik, da muss man Holofeeling studieren. Schöpfung zeugt von einem allmächtigen Schöpfer. Okay. Die Frage, die wir uns hier stellen, ist, sagt Gott in seinem Buch etwas? Da haben wir übrigens einige ganz interessante Sachen, wenn du das anschaust. Da haben wir den Löwen, Leb, Ari. Dann haben wir den Affen, das ist der Enosch. Das ist der Elefant, das ist das Aleph. Als Elef gelesen heißt unendlich viel. Dann haben wir eine kleine Psyche, die hier neben dem Enosch steht. Eine Weiterentwicklung von dem. Dazwischen ist das Elef, drüber ist der Adler. Der Nescher, kann auch ein Pleitegeier sein. Was über seine Schöpfung, was Menschen zu diesem Zeitpunkt nicht gekannt haben. Ganz links ist übrigens ein Hund, Kaleb, alles, oder ein Wolf, Lupus. Lieber dem Ori. Haben können. Ja. Nehmen wir uns einfach mal zwei Beispiele. Der damalige allgemeine Konsens war, dass die Erde von etwas gestützt wurde. Die Bibel jedoch sagte, dass die Erde im Raum hängt. Er hängt die Erde an nichts auf. 26,7 habe ich gerade was reingestellt dazu. Erde, hebräisiert, heißt erwecktes Wissen. Das ist über dem Nichts, das sind deine Gedankenwellen. Ja. 26 ist Jahwe und 7 rot gelesen ist die Vollkommenheit, die Vielheit, das ist ein kleines Update von weg, das kann man mit dazu hängen. Und die blaue 7 ist die, das Sieb. In der 7 steckt schon das Sieb mit drin. Mhm. Bevor das Teleskop erfunden wurde, glaubten die Menschen, sie können die Sterne zählen. Die Bibel dagegen sprach im Buch Jeremia von unzähligen Sternen. Die können nicht nur, die Wissenschaftler haben nicht nur die Sterne gezählt, die wissen sogar, wie viele Atome sich im Universum befinden. Aber da sind natürlich wieder die Großen wieder. Aber ich will jetzt da nicht so weit reingehen. Es sind einfach nur gehirngewaschene, geistlose, nachäffende Affen, die hier Sachen raushauen, wobei kleinst bei eigener geistreicher Selbstüberlegung du sofort merkst, dass das gar nicht so sein kann. An Beispielen mangelt es nicht, wenn du dir Selbstgespräche anhörst. Wie das Heer des Himmels nicht gezählt und der Sand des Meeres nicht gemessen werden kann. Dies sind nur wenige von vielen Phänomenen, die uns 33, zeigen. 22. Aber dass die Heilige Schrift nicht dem damaligen Mainstream entsprang, sondern einen göttlichen, übermenschlichen Ursprung hatte. Die Bibel enthält also ganz klar naturwissenschaftliche Passagen, die nicht menschlichen Ursprungs sind. Mainstream übrigens, M-A-I-N. Da kann ich jetzt lesen vom Nicht-Existieren. Wir sind wieder bei unserem Nihilo, bei unserem Nichts. Ich kann euch das Main auch, den Haupt, Sorschermer, der Heilige, Germane. Das ist Main, ist ja auch der Kopf, der Haupteingang. Kommen wir dann zum zweiten Punkt, Gottes Allwissenheit. Wenn der Gott, der außerhalb von Zeit und Raum ist, in der Bibel spricht... Der ist nicht außerhalb von Zeit und Raum, sondern der ist der Mittelpunkt. Das ist das Zentrum. Ja. Die Peripherie ist nur ausgedacht. Aber selbst alles um dich herum Ausgedachte befindet sich immer in diesem Mittelpunkt. Ich mache mal einfache Metapher, wenn du das Bild hast. Ich sage immer, das Erste, was man als Metapher braucht, ist diese Gedankenwellen. Da denkt man sich immer, die Nulllinie... Und dann sagen wir, werfen einen Wellenberg auf und wir haben einen Dahl. Jetzt ist es so, aber dass wir hier schon eine Trennung haben zwischen dem roten Bereich, das ist das Meer selbst, und dem blauen Bereich der Wellen oben als Hüllkurve. Und du denkst jetzt Folgendes, diese Nulllinie ist an und für sich der Punkt, in dem sich alles befindet, dieses Loch in der Kamera Obscura. Und jetzt ist es so, wir haben unten ein Wasser. Rot ist nicht denkbar. In dem Moment, wo wir unten eine gewisse Menge von Wasser, schau das Bild, wenn wir eine gewisse Menge von Wasser, ich sage eine Welle nach oben klappt, dann wird die blaue wird die sichtbar. Aber die fällt dann unten im Roten. Das heißt, sobald was auftaucht, wird das Rote blau. Sobald du an was denkst, was ja immer da ist, wird es durch dieses Herausstellen, rein gedankliche Vorstellen, sich ausdenken, wird es zu etwas sichtbar, weil du eine Trennung machst von dir selber, die natürlich nur imaginär ist. Da steckt die Magie schon wieder mit drin, die Zauberkunst. MG auf Hebräisch heißt das dann mal Gestalt gewordener Geist. Das ist das Imaginäre. Und das Ganze schiebst du jetzt noch zusammen, dann kriegst du das Prinzip. Das ist, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich werfe jetzt einen Berg auf, als Gedanke ist automatisch das Tal dort, das ja kein Berg ist, das Gegenteil. Das ist dieses Nichts. Wenn man das oft genug hört, dann fängt man das an zu verstehen. Übrigens ganz nebenbei,
Gott wird jemals ein Dreieck dargestellt. Was natürlich das Interessante ist, dass wir hier die drei ausgedachten Seiten haben. Synthese, der Heilige Geist, Gott, Vater, Gott, Sohn. Und der Gott, der jetzt da in der Mitte drin steckt, ist eigentlich nur Go B. Das TT mit Großbuchstaben geschrieben ist ja unser Zeichen B. Ja. G-O, als G-Waff gelesen, heißt das Innere. Mhm. Das Pi selber, diese Kreiszahl, K-R-I-S-Zahl, ist wie ein Spiegelbewusstsein. Es sind ja nur herausgedachte, herauskonstruierte Blickwinkel, wenn wir hier einen raumzeitlichen Sinus uns ausdenken. Aber die Winkel als Ding an sich, ich mache jetzt unten immer so aus dem Mittelpunkt heraus, Radix-Horoskop, wenn du das Bild unten rechts anschaust. Ja. Yeah. Das ist das Entscheidende. Du bist immer in der Mitte. Egal, wo du dich an die Erdoberfläche deiner ausgedachten Kugel hindenkst. Du bist die Mitte. Es ist schon Peripherie. Das Peri, das ringsum, trägst du praktisch in dir. Peri. Müsste er doch hier und da Dinge sagen, die durchblitzen lassen, dass er die Zukunft kennt. Und genau das ist eigentlich das Kernargument. Gott kennt nicht die Zukunft, für den gibt es keine Zukunft, sondern der kennt die Datei, aus dem alle Bilder, die hier und jetzt in dir auftauchen, entspringen. Und die entspringen hier und jetzt. Und alle gleichzeitig sind in der Kollektion, in dieser großen, in dem großen Kontinuum in ihnen drin. Und du bist ich. Wie Gott uns auffordert, sein Wort zu messen. 5. Mose 18, 21 nimmt genau diese Frage auf. Wie soll ich wissen, ob das, was ich höre oder lese, Gottes Wort ist? Wenn du alles ist Gottes Wort. Jeder Moment spricht zu dir. Alles sind Facetten von dir selber, weil du ich bist. Zumindest wenn du begriffen hast, was es bedeutet, ich zu sein, rot geschrieben. Wenn du in deinem Herzen sprichst, wie sollen wir das Wort erkennen, dass der Herr nicht geredet hat? Wenn der Prophet im Namen des Herrn redet und das Wort geschieht nicht und trifft nicht ein, so ist das das Wort, das der Herr nicht geredet hat. Mit Vermessenheit hat der Prophet geredet, du sollst dich nicht vor ihm fürchten. Also, jemand sagt etwas und es trifft oder trifft nicht ein und das ist der Gradmesser. Samuel, der Prophet, wurde genauso bestätigt. Und Samuel wurde groß und der Herr war mit ihm und ließ keins von allen seinen Worten zur Erde fallen. Sprich, alles, was er sagte, traf ein. Und ganz Israel, von Dan bis Beerseba, erkannte, dass Samuel als Prophet des Herrn bestätigt war. Okay. Es ist natürlich, hier muss man ganz, sagst du mal, alles baut hier auf raumzeitlichem Denken auf vorher und nachher. Und solange du das nicht opferst, wirst du niemals bewusst erkennen, was ewiges Leben bedeutet. Ein ständiger Wechsel von Informationen, wie in einem Videospiel. Und alles, was prinzipiell auftauchen kann, ist in dir drin. Aber was letzten Endes in dir auftaucht, ist das, was du als Richter selbst bestimmst, was dich interessiert. Du wirst nur das zu sehen bekommen, was von in der Esse ist, für die Logik, die du zurzeit zum Denken benutzt. Aber diese Logik, dieser Intellekt, ist wie ein Programm mit Daten. Es ist nicht deine Logik, es ist die Logik jetzt raumzeitlich gedacht von deinen Lehrern und deinen Erziehern. Okay, ich denke, das Prinzip ist klar. In der Bibel befinden sich rund 2500 konkrete Prophezeiungen, von denen 2000 exakt so wie angekündigt eingetreten sind. Und die übrigen Prophezeiungen waren... Das ist wieder die Frage, selbst das plappert der, den ich mir jetzt ausdenke, nach. Und zwar deshalb, weil ich mir denke, ich denke mir jetzt jemanden aus und ich spreche dem das zu. Du musst nur ein einfaches Prinzip verstanden haben. Wenn du jetzt träumst, setz das einfach einmal. Dann muss dir klar sein, dass egal, was irgendein Mensch, ein Lautsprecher, ein Video, egal, wen du dir denkst, was der spricht, das ist ein Protagonist in deinem Traum und der wird das sprechen, was du träumst. Ja. Ausgedachte Dinge haben keinen Einfluss. Es ist ein Dasein-Müssen. Alles, was existiert, ist ein Dasein-Müssen, abhängig von einem Geist, der sich das anschaut oder ausdenkt. Und es wird immer die Information eines Geistes sein. Und dieser Geist, den wir uns jetzt ausdenken, ist in dem Moment ja zwangsläufig auch was Ausgedachtes. Das heißt, der träumende Geist kann sich nicht raussuchen, was er träumt. Für den gilt nämlich dasselbe Gesetz, das für alles Ausgedachte gilt. Und so musst du dich erheben, H eben. Die Quintessenz ist eben. Das heißt H eben. Zu dem, was du bist. Das ist aber, du kannst nicht werden, was du schon immer bist. Du hast es nur vergessen. Das ist der Preis, den du zu zahlen hast, dass du zurzeit in deinem Traum eine Rolle spielst. Das wirkt nur real, wenn man in der Vergessenheit ist. Es gibt aber durchaus einen Zustand, wo beides da ist. Okay. Das ist die Sache, wo ich immer sage, wenn du ein Schauspieler bist, kannst du auf einer Bühne eine Rolle spielen in einem Theater, ohne dass du vergisst, wer du bist. Und trotzdem kannst du vollkommen real für die anderen um dich herum jetzt einmal gesprochen die Rolle spielen. Mhm. Weil die dann nämlich auch vergessen. Denk wieder an den Vater auf der Bühne, der erfährt, dass sein Sohn in den Krieg gefallen ist.
wenn die dann zum Heulen anfangen, weil du auf der Bühne als Schauspieler heulst und du dich freust, weil du das so real spielst, dass die das gar nicht mitkriegen, da denken die nicht dran, dass das bloß ein Schauspiel ist, dass der da oben gar nicht traurig ist. Weil du immer, deine normale Welt, deine Umwelt ist nichts anders. In jedem Moment. Und du bist der Einzige, der diesen Zustand erreichen kann. Niemals andere von dir ausgedachten Menschen. Dieser Satz, ich kann nur den Geist wach machen, der träumt, ich kann nur den Schauspieler daran erinnern, hey verdammt, du spielst eine Rolle, du bist das gar nicht. Und die Welt um dich herum ist eine Bühne, ein Theaterschauspiel, eine Traumwelt. Keine Falschaussagen, sondern die sind noch zukünftig. Kein anderes Buch auf der Welt enthält derart viele Zukunftsprognosen, die direkt nachgeprüft werden konnten und können. Ich mache jetzt das einmal anders, wenn ich sage, das Buch statt dem Buch nehme ich jetzt einmal ein Computerprogramm, ein Videospiel. Dann ist es ein prophetisches Buch. Alles, was prinzipiell auf dem Bildschirm auftaucht, ist da nämlich drauf. Ja. Es kann nichts auftauchen, was nicht da drauf wäre. Cool. Ja, genau. Gut. Wie die ganzen KIs in dem Videospiel reagieren, selbst der Spieler vom Computer, der die Computer in Joystick in der Hand hat, ist auch ein, weil alles eins ist, auch eine Figur, eine KI aus diesem Videospiel der Welt, die du träumst. Du träumst bloß eine Rolle davon. Ja. Und du reagierst dann mit deinem jetzigen Charakter auf bestehende Situationen, das ist Autobahnbeispiel, und bestimmst im Hier und Jetzt die Zukunft, die nichts zu tun hat mit einer chronologischen Zukunft, sondern mit den nächsten Bildern, die in dir auftauchen. Aktion, Reaktion, Aktion, Reaktion. Mhm. Wobei Aktion, Reaktion, der Reizauslöser, wie ich sage, und die Aktion, die Reaktion drauf, ist auch eine Welle, wie Wellenberg und Wellendorf. Denk an das Beispiel, ganz einfach. In dir taucht ein wahrnehmbares Gefühl auf, und du reagierst auf das Gefühl, dass du sagst, ich habe Hunger. Das ist ein Gedanke, das denkst du. Du kannst dir das gar nicht raussuchen, dass du das denkst. Du kannst dich aber neben dich hinstellen und beobachten, wie du reagierst und was, auf welche Reizauslöser du zwanghaft deine Information veränderst mit irgendwelchen Interpretationen. Und in dem Moment, wo du sagst, ich habe Hunger, ist dieses Ich habe Hunger, das eigentlich eine Reaktion auf dieses Gefühl Hunger war, wird wieder zu einem Reizauslöser für den nächsten Gedanken, dass du sagst, ich muss mir jetzt ein Brot machen. Das ist aber das Schöne mit Holo-Feeling, was zu sagen, ich kann mir kein B-Rot gar nicht machen. Wie lese ich das Wort Brot? Und dann hast du viele Möglichkeiten. Ich sage, wir machen aus einem Wort ein 400-Seiten-Buch. Wir können das erst einmal hebraisieren, dann kriegen wir B-R-Ort. Dann heißt es das äußere Zeichen. Mhm. Ich kann B-Rot lesen, dann kann ich sagen, es ist im Adam. Mhm. Stimmt oder stimmt? Ja. Du magst alles, was im Adam ist, weil das, was im Adam ist, ist die Eva. Eva wiederum, dieses biblische, diese biblische Eva, Chava heißt, etwas ausdrücken, etwas aussprechen, ein Erlebnis haben. Das, was du erlebst, ist alles, was du dir ausdenkst. Aber du erlebst es in dir, in deinem Innern. Aber zu dem Innerhaal gehört ein Außerhalb. Immer wieder dran, das absolute Innen ist nicht das Innerhalb, das ist ein ausgedachtes Innen. Rot geschrieben sind die Sachen immer nur symbolisch. Und dies bewegt Petrus so sehr, dass er sagt, und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester, auf das zu achten ihr wohltut, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet. Denn die Weissagung wurde niemals durch den Willen des Menschen hervorgebracht, sondern heilige Menschen Gottes redeten, getrieben vom Heiligen Geist. Und du Geistesjung musst jetzt zu einem heiligen Menschen werden, der du ja eigentlich schon bist, wenn du der Adam bist. Aber der Adam genau genommen ist eigentlich dann doch wieder nicht heilig, weil er ja sägewinnig Körper ist. Er ist ja männlich und weib. Aber die Welle ist doch plus und minus ist heilig, wenn du die gleichzeitig siehst. Ja, nicht, wenn ja, Udo. Ja. Es ist der Zustand des heiligen Existierens. Das heilige Existieren ist immer im Mittelpunkt. Ja. Sobald du sagst, ich bin unten, bist du nicht oben. Sobald du sagst, ich bin oben, bist du nicht unten. Aber wenn ich jetzt weiß, was der wirkliche Mittelpunkt ist, dass ich immer nur in eine Richtung schaue, nach oben, und dass hinter mir, in mir dann die andere Seite ist, dass wenn ich mich krank fühle, bin ich eigentlich auch gesund, und umso kranker ich bin, umso gesünder bin ich. Weil nämlich beides untrennbar zusammengehört, im selben Moment. Und wenn ich weder an krank noch an gesund denke oder an keins von beiden, es sind ja immer eins da, auch wenn ich nur eins denke, ist das andere automatisch da. Haben wir tausendfach durchgespielt. Ist sehr simpel. Würde ein 13-Jähriger sofort verstehen, wenn er vorher das normale chronologische Denken einprogrammiert hätte. Das ist,
Die große Schwierigkeit ist, dass das erste Wissen, dein derzeitiges Wissen, ist der Hinderer, das eigentliche, wirkliche, die Weisheit zu erkennen. Weil du ständig alles, was dir unlogisch erscheint, bekämpfst und zum Teufel haust. Okay, also Prophezeiung, ziemlich krass. Aber Gott hat nicht nur Ereignisse vorausgesagt, er hat auch Tipps und Tricks in seinem Wort preisgegeben, die sich über Jahrhunderte hinweg bewahrheitet haben. Zum Beispiel was Geld angeht. Der Gott der Bibel hat in seinem Wort das komplette Bankensystem vorhergesagt, indem er Mose das Geheimnis und die Kraft passiven Einkommens, sprich Zinsen, erklärte. Du wirst vielen Nationen leihen, du aber wirst nicht entleihen. Und der Herr wird dich zum Haupt machen und nicht zum Schwanz. Und du wirst nur immer höher kommen und nicht abwärts gehen. Oder nehmen noch was anderes. Was das ist natürlich jetzt eine Sache. Wir wissen, da gehe ich jetzt gar nicht drauf, eine deutsche Übersetzung und ein hebräisches Original. Zuerst einmal das Original anschauen. Wer schaut sich das Original an? Selbst hebräische Theologen haben keine Ahnung, was drinsteht, weil sie es nur einseitig auslegen. Wenn du an meiner Heiligen Schrift irgendwas hinzufügst oder weglässt, auch in der Johannes-Offenbarung, die Apokalypse, was eigentlich Enthüllung heißt, die Hülle, die Peripherie um dich herum wird jetzt aufgelöst und du wirst zum Mittelpunkt. Das ist übrigens das Wort Holofeeling, Holger. Das Feeling, da wir wissen, F ist auch P, heißt es auch Peeling. Was ist ein Peeling? Eine Apokalypse. Eine Enthüllung, genau, man schabt sich die Haut ab. Das mosaische Gesetz wird selbst von weltlichen Philosophen als der größte Segen für die Menschheitsgeschichte bezeichnet. Das sind jetzt übrigens die zwei Lugot, was übrigens in der Dora, wo ich gesagt habe, diese Shani El-Chetaf, das heißt eigentlich genau genommen gar nicht die zwei Tafeln, das ist auch so hingebogen von Theologen. Jeder normale Mensch plappert immer seine Lehrer nach und nimmt praktisch diese Fehler mit. Das ist das zweite Gebot. Es wird sich bis ins dritte und vierte Glied, wenn sich die Fehler durchschlagen. Mach dir kein Bild von irgendwas da drum im Himmel oder da drunten auf der Erde. Denn ich bin ein eifernder Gott. Und es wird sich, wenn du das brichst, bis ins dritte und vierte Glied, wird sich das durchschleifen. Ich sage es, wenn zuerst einmal die Professoren wegsterben mit ihren Musternschülern und denen ihre, die werden ja dann auch meistens zu Professoren, die Musternschüler. Und dann kommt irgendwann einmal wieder der Punkt, wo was Neues entstehen kann. Chronologisch gedacht, wohlgemerkt, als Märchengeschichte. Aber die Genialität bleibt nicht nur bei dem, was Gott sagt, sondern wie. Sprich, wie die einzelnen Bücher der Bibel zusammenpassen. Man nennt es auch die unbeabsichtigten Zufälle. Die Grundidee ist, dass ein Autor beim Vorbeigehen ein Detail erwähnt, das zufällig eine... Autor heißt übrigens Zeiten erwecken. Es gibt die ausgedachten Autoren, die du dir denkst, wenn du die Bibel liest. Den Matthäus, den Johannes, den Markus, den Mose, wen auch immer. Den Dan Brown in der modernen Zeit. Egal wen, in Goethe, in Schiller. Es sind Gedanken, die du dir ausdenkst. Es sind keine Gedanken, sind keine Zeichenerwecker. Woher kennst du die alle? Die habe ich, das weiß ich aus das Buch heraus, sagt der Udo immer proletenhaft. Ja, genau. Du weißt es von Worten, von geschriebenen Worten. Du bist der Zeichenerwecker, weil du aus den Worten Vorstellungen generierst. Ich wiederhole immer dasselbe. Du bist der Out selbst. Der Out-Ohr. Out auf Hebräisch ist Zeichen. Ohr heißt erwecken. Frage erklärt, die in einem anderen Buch gestellt wird. Nimm dir zum Beispiel die vier Evangelien. Die ineinandergreifenden Erzählungen zwischen den Evangelien sind zu subtil und oberflächlich unwichtig, um von den vier Autoren geplant worden zu sein. Trotz ihrer scheinbaren Unabhängigkeit... Schon die Sache, das ist so unheimlich logisch. Jeder, der das glaubt, weil er es nachplappert, der das beschwört, selbst ob Jesus gekreuzigt wurde oder nicht gekreuzigt wurde, wie habe ich das gesagt, hängt davon ab, was du für Buch gelesen hast, was man dir einhämmert, den Koran oder das Neue Testament. Das widerspricht sich ja. Nein, das sind zwei Seiten einer und derselben Medaille. Von der Schmalseite hat keiner eine Ahnung. Schmal übrigens, Schamal heißt der Name Gottes. Oder dort ist Gott. Die Ort, ein geöffneter Ort. Das hier, das ist die Schmalseite. Du siehst immer nur Kopf oder Zahl. Bald passen die Gegenstände wie Puzzleteile zusammen. Bei 2-3 Büchern hätte man das schon ein Weltwunder genannt. Aber bei 66 Büchern, 40 Autoren von unterschiedlichen sozialen Hintergründen. Reines, geistloses, nachgeäfftes, raumzeitliches, unbewusstes, chronologisches Denken. Das chronologische Denken als Ding an sich ist, wie gesagt, was Wundervolles, wenn man es bewusst macht. Lass den Satz auf dich wirken. Die Fähigkeit, dass du einen Gedanken, den du jetzt, hier und jetzt, de facto... Was?
Das hat jetzt das Geräusch für Vorstellung in dir ausgelöst. Ich bin ein guter Mann. Wo kommt das Geräusch her? Aus dem Lautsprecher? Vergiss es. Das ist aus dir gekommen. Du träumst jetzt. Hast du jetzt an der Telefon gedacht? Der Sohn ist nervig, ne Helga? Nee, nee, das war die Hannemarie. Die Hannemarie, noch schlimmer. Sag doch, der Sohn ist nervig. Nein, nein. Hannemarie, ja. Wenn du ich bist, ist die Hannemarie dein Kind. Ja. Gottes Kinder sind immer männlich. Ja. Wir konnten nun über 1500 Jahre geschrieben. Bleibt einem ehrlichen Menschen keine andere Wahl. Das ist Gottes Wort. Was ist ein ehrlicher Mensch? Ist er ein ehrlicher Mensch, wenn er nur Lügen verbreitet, die er einfach nur geistlos nachplappert und in seinen Kopf verwirklicht? Kann jetzt der, den ich mir ausdenke, kann der anders sein, wie ich mir ausdenke? Du bist ich, egal an wen du denkst, der entsteht in dem Moment, wo du ihn denkst. Ja. Es sind Märchenfiguren. Ja, stimmt. Es sind alles Märchenfiguren. Mhm. Gottes Wort ist ein doppelt aufgespannter Ort. Mhm. Ort kann ich lesen als erweckte Erscheinung oder als Spiegelung. Ich mache jetzt das sehr einfach. Und wo ist diese berechnete Spiegelung? Wo? Wo auf Hebräisch Ei? Im Schöpfergott. Oder die Schöpfung eines Intellekts. So viele Möglichkeiten gleichzeitig. Mhm. Und jetzt kommt der letzte und schönste Teil, Gottes Heiligkeit. Heiligkeit bedeutet unter anderem, dass er ganz anders ist als wir Menschen. Und dass sie. Stimmt, er ist immer, er ist ewig. Und wir Menschen sind ersterbliche Trockennasenaffen, bei eigener Definition. Nein, ihr seid Gottes Kinder, wenn ihr geisteswungen von mir seid. Gott ist Licht und ihr seid kleine Lichter. Mhm. Das Problem, ihr habt vor dem eigentlichen Licht, dass ihr seid, die Lampe im Projektor, noch keine Ahnung. Ihr könnt so unendlich viel ihr Leben machen. Ich sage immer wieder, das ist immer Schinnlampe, eine logische, seid eine logische Lampe, eine Schlampe. Das ist eigentlich mehr Notbeleuchtung, was in euch flackert. Ich hoffe, dass die Batterie noch ein bisschen länger hält. Sehen wir in der Botschaft selbst. Allein die Bergpredigt ist ein Gottesbeweis in sich selbst. Es gibt keinen Menschen, der jemals ein derartig kontraintuitives Moralprogramm hatte wie Jesus Christus. Um ein Anführer zu werden, sei ein Diener. Um wirklich plus, minus. Nicht das Leben zu finden, sterbe dir selbst. Plus, minus. Ja. Um es deinem Feind heimzuzahlen, liebe ihn. Um reich zu werden, gib. Das Plus und das Minus verbinden, das ist der wirkliche Schlüssel. Ja. Mach dir alle Sichtweisen, die du bisher bekämpft hast, zu eigen. Begreife das richtig und verkehrt. Immer das ein Beispiel-Ding, komplett austauschbar ist. Ja. Jede Vorstellung von richtig setzt zumindest erst einmal ein Gegenteil. Wenn ich sage, das ist ein Kreis und es behauptet einer, das ist ein Dreieck, der Kreis ist rund, ohne irgendwelche Kanten und Ecken, obwohl ja genau genommen ein Unendlicheck ist, wenn man das versteht. Und Dreieck ist ohne irgendwelche Krümmungen, einfach nur Dreiecken. Dreiecken. Ist jetzt ein Kegel, ein Kreis oder ein Dreieck? Dumme Frage. Nicht sagen sowohl als auch, sondern weder noch. Ein Kegel ist nämlich ein Körper, und Kreis und Dreieck sind Flächen, Schattenwürfe des Körpers. Und die kleinste Zahl ist 2, Kreis und Dreieck. Aber es gibt, wenn wir das Ding drehen, das wir jetzt Kegel nennen, noch unendlich viele Unterfacetten an Schattenwürfen, die entweder mehr kreisförmig oder mehr dreiecksförmig sind. Und jetzt setze ich für Kreis und Dreieck rechts und links. Und jetzt gehen die Politik. Es gibt Rechte und es gibt Linke. Innerhalb der Rechten gibt es aber links- und rechtsorientierte, die Extremrechten und den linken Flügel. Und bei den Linken gibt es auch einen rechten und einen linken Flügel. Und so haben wir 2, 4, 6 und so weiter und so weiter. Geld weg. Mhm. Niemals würden Menschen darauf kommen. Das ist übrigens interessant an der unteren Ebene, Rai-Chat. Da gibt es jetzt viele, da kann ich jetzt ein Re-Ich lesen, das ist ein schlechtes Ich. Ich kann natürlich Rai als Spiegel lesen, das ist übrigens auch im Lateinischen, wenn wir dann reingehen, ist der König, ist die große Kollektion und das ist der Geist und der ist eben. Mhm. Geist ist E-Quadrat. Und die polare Existenz, rot geschrieben, ist Jotzia und ICH rot. Das ist die rote Hälfte der Vieh-Ich. Die blaue Hälfte ist der Intellekt, der Mensch und sein Körper. Viele haben es kopiert, weil sie die erstaunlichen Resultate sahen. Aber das Gedankengut, die Rechte am geistigen Eigentum, hat die Bibel. So, das war jetzt die Detailansicht. Eine Predigt. Die Rechte am geistigen Eigentum habe ich. Es gibt nicht so niemanden, den ich mir ausdenke, der irgendwas denken, erfinden oder schreiben oder malen könnte, der das könnte, ohne dass ich ihn das einfallen lasse. Genau.
Jetzt musst du bloß begreifen, dass ich du bin. Ja. Dass das für jeden Menschen gilt, den du dir ausdenkst. Ja. Wenn du an Einstein denkst, entsprichst du die Erkenntnis der Relativitätstheorie zu. Im Max Planck entsprichst du hier die Quantenmechanik in Ansätzen zu, dass das Licht gewandelt ist. Dann hast du an Sokrates, den sprichst du den Staat zu, den Dimeus oder was auch immer. Vorausgesetzt, es ist auf deinem Intellekt. Den Stalin und den Hitler nennst du Massenmörder. Du könntest es auch anders sehen. Aber du arbeitest halt nur mit diesem nachgeplapperten Intellekt. Und all die Sachen, die du so hundertprozentig sicher weißt, könntest du nur mit einer Meinheit beschwören. Mhm. Hüte dich davor, Sachen als hundertprozentig sicher anzusehen, die du nur vom Hören sagen kannst. Das ist das erste Gesetz, das ich dir jetzt neu gebe für das dritte Jahrtausend. Ja, okay. Also du schwörst eine Meinheit nach dem anderen. Und du wirst mit den Sätzen feststellen, dass die ganzen Fanatiker, die ich in deinem Traum in Erscheinung treten lassen, die du dir ausdenkst, die du träumst, die übrigens nichts dafür können, dass sie so sind, wie sie sind, wie sie von dir geträumt werden, so wenig wie du jetzt als ausgedachter träumender Geist nichts dafür kannst, was du träumst. Dass all diese Fanatiker letzten Endes gar nicht wissen, dass die in einer Welt leben, wo sie meinen, ihr Wissen ist hundertprozentig sicher und es ist so leicht, von jedem 13-Jährigen zu überprüfen, dass hier 99% von den angeblich hundertprozentig sicheren, bewiesenen Fakten, dass die alle nur auf Lügen aufbauen und du dir nur mit deiner Meinheit beschwören kannst. Selbst deine eigene Geburt als Trockennasenaffe. Ja. Das ist deine Meinheit schwören. Kannst du dich daran erinnern? Ja. Selbst diese angebliche Geburt in der Vergangenheit, die du dir jetzt ausdenkst aufgrund deiner Logik. Mhm. Wo kommst du her? Ich wurde von meiner Mutter geboren. Blödsinn. Deine Mutter kommt von dir, weil du die jetzt denkst. Es gibt keine Vergangenheit. Stille stehen wird die Zeit und der erste Himmel und die erste Erde werden vergehen, wenn du mir folgst in eine vollkommen neue Welt. Lass uns mal rauszoomen. Die gesamte in sich stimmige Meta. Lass uns mal rauszoomen aus dieser Traumwelt und lass uns vor die Traumwelt hinstellen. Geschichte zeigt, dass Gott der Autor ist. Erstens. Schau mal. Adam, der Geist, Eva, das Ausgedachte, das Erlebnis, die Frau, das Weib, ich weiß. Denk wieder an das Weiß mit dem scharfen S, ist er better. Ja. Dann nochmal die zwei Quadratflächen. Da steht eigentlich im Original, da steht Shani Elche Taf. Interessanterweise, das Taf am Ende ist perfekt. Das Elche ist in Schrecken versetzt werden. Wenn du das perfekt warst, dann hast du die Sache mit den Tetraederspiegelungen verstanden. Dann haben wir die zwei Bäume im Paradies. Der Baum von Gut und Böse, Dov Vera, habe ich so oft gesagt, Dov, gut, auf Hebräisch, gespiegelt, aufgespannte Polarität, 962 geschrieben. Das ist Dov und das ist aufgespanntes Ra, berechneter Augenblick, hebraisiert mit der Vordersprache. Mhm. Und dann der hier. Weil es unmöglich gewesen wäre, eine solche Geschichte über 1500 Jahre zu schreiben. Das ist prinzipiell absolut unmöglich, irgendetwas über die Zeit zu verschreuen, weil alles, was du siehst und was du magst, ist jetzt. Yes. Denk wieder an das Bücherregal. Die Bücher, die Seiten, die Zahlen, die Worte, die Buchstaben in den Worten, alles ist gleichzeitig da. Ja. Das, was du anschaust, ist gleichzeitig da, unbewegt, ohne Raum und Zeit. Wenn du einen Film anschaust auf dem Fernsehen, da bewegt sich keins dieser Bückchen an, nur einen Millimeter von der Stelle, dann siehst du plötzlich wieder Sachen, die du überhaupt nicht siehst. Wenn du Zeitung liest, du siehst nicht das, was du siehst. Du siehst des Kaisers neue Kleider, du siehst Fußballer rumrennen, am Ball hin und her fliegen. Schau genau hin. Wenn du Zeitung siehst, siehst du Grieche, Hungersnot, Corona, Leute, die mit Masken rumrennen, bloß weil das in der Bildzeitung steht. Oder du siehst dasselbe auf deiner VR-Brille. Dein Auge ist nichts anderes wie zwei kleine Stereomonitore. Also ein Monitor, Stereomonitor mit zwei kleinen Flächen. Genau genommen sind es vier Flächen. Aber besonders der Inhalt dieser Geschichte unterscheidet sich von jeglicher Religion. Religion zeigt, wie wir uns zu Gott hocharbeiten. Aber die Bibel zeigt, wie Gott zu uns kam und durch Jesus Christus und in Christus uns in die Stellung von verherrlichten Kindern Gottes bringt. Und das hat sich kein Mensch ausgedacht. Also kein Enosch, kein Affe, sondern ein Mensch, ein Adam.
Es ist überall ein Quäntchen Wahrheit drin. Da streichst du jetzt aus dem Video, wenn du dir das nochmal anhörst, streichst du jegliche unbewusste Form von raumzeitlichem Denken aus und setzt das dabei, ich denke mir jetzt dieses Video aus. Ja. Das sind Geräusche und sind Bilder, das sind symbolische Bilder. Denk an den Anfang von den Bildern. Schwester, Liebe, Freundschaft. Es sind nur Interpretationen von Bildern oder Interpretationen von Worten. Aber wer tätigt das? Du. Zusammenfassend könnten wir sagen, ob die Bibel Gottes Wort ist, ist die alles entscheidende Frage für dein geistiges Leben. Alles ist Gottes Wort. Die Tageszeitung, die Bildzeitung auch. Ich bin ein totaler Fan von der Bildzeitung. Du musst die Bild richtig lesen. Da ist das Zeit ja schon drin. Wir haben jetzt erst einmal, die Bildzeitung ist wie die Schöpfung. Die 7 Schöpfungstage. Noch nie aufgefallen? Du hast 6 Bilder unter der Woche und eine Bild am Sonntag. Ja. Beelet heißt übrigens im Kind. Im Kind. Ist die Zeit. Und das ist UNG, das ist die aufgespannte Existenz deines Geistes. Und da kannst du dann ganz klar sagen, dass Logan Sonntag so einen Tag schon lesen, was Montag Wahrheit ist. Was Montag im Menschen gedacht hat. So einen Tag schon lesen, worüber man am Montag Deutschland spricht. Weil sie nachplappern. Es ist ganz einfach, wenn du nur gegen dein eigenes Wissen, egal ob du ein religiöses, ein naturwissenschaftliches oder ein esoterisches Wissen hast, wenn du ganz normal selbst ehrlich bist, wirst du feststellen, alles, was über deinen jetzigen überprüfbaren Horizont hinausgeht, plapperst du nach. Es sind Vorstellungen von angelesenem Wissen, die du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Bei Holofeeding kannst du alles überprüfen. Es erfordert keinen blinden Dogmatismus mehr, keinen religiösen Dogmatismus, keinen esoterischen Dogmatismus. Voller Feindbilder, ich könnte jetzt wieder sagen, wenn man sich Bio-Müsli und so Scheiße reinhaut, alles, was du zu sehen bekommst, entsteht in dem Moment, wo du es anschaust. Das heißt, es macht keinen Unterschied, ob du jetzt in einem Regal eine Bio-Tomate oder normale Tomate links siehst. Sie entsteht in dem Moment, wo du die anschaust. Alles andere ist eine Interpretation über die Vergangenheit und die tätigst du, was nämlich für ein Schild draufsteht, was draufsteht. Wenn ich dir das Schild wegnehme, siehst du das nochmal. Dann ist nur noch die Tomate da. Stimmt oder stimmt? Ja, genau. Dieses zwanghafte Setzen eines Gegenstandes, der in dir auftaucht, Gegenstand, das heißt nicht Gegenbewegung, das muss ja irgendwo herkommen. Ist doch selbstverständlich, aus dir, du träumst jetzt. Es ist so simpel, diese Metapher des träumenden Geistes, es ist so unendlich simpel, es kommt aus dir. Und es fällt wieder in dich rein, wenn du nicht mehr dran denkst, wenn du den Blickwinkel veränderst, wenn du an was anderes denkst. Und jeder Moment, der in dir auftaucht, ist jetzt. Zweitens, unser Glaube beruht nicht auf Einbildung oder Gefühlen, sondern auf Fakten und Beziehung. Das ist nur, diesen Anspruch kann nur Holofeeling für sich nehmen. Diese ganzen religiösen Hannis und Nannis und Spinners und Fanatiker, die du dir ausdenkst, die übrigens nicht existieren, wenn wir sie nicht ausdenken. Ich sage jetzt bewusst wir. Hat mit Fakten, Religion und Esoterik hat mit Fakten überhaupt nichts zu tun. Nee. Und der blaue Glaube auch nicht. Das ist ein Fürwahrhalten. Es ist ein Faktum, ich wurde von meiner Mutter geboren. Es ist übrigens ein Faktum, es ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Das, was du überprüfen kannst, dass du dir das jetzt denkst und dass du jetzt an eine Trockennasenaffenweibchen denkst und an einen kleinen Säugling denkst. Wer ist das, der sich das denkt? Der sich das denkt, ist kein Affe. Der ist Geist. Ja, ja, genau. Genau. Der Denker von etwas ist was anderes wie ein Gedanke, selbst wenn du an dich selbst denkst, weil an was denkt Geist, wenn er an Geist denkt? An das Wort Geist. Aber das Wort Geist, das Geräusch, das er in dem Moment denkt, ist ja kein Geist. Jetzt könnte ich wieder sagen, denk mal an nichts. Dann denkst du an das Wort nichts. Es ist immer die Umformulierung. An was denkst du, wenn du an nichts denkst? Frag das an normalen Menschen. Die Antwort ist ganz einfach, offensichtlich an das Wort nichts. Ja. Und dasselbe ist, wenn du an das Wort Geist denkst oder an das Wort Gott denkst. Es ist einfach nur ein Geräusch. Aber jetzt ist die Frage, was für einen Vorstand baust du auf bei dem Wort Gott, bei dem Wort Nichts, was übrigens dasselbe ist. Aber Nichts ist alles. Weil alles auch nur ein Geräusch ist, aber im Prinzip dasselbe, bloß gespiegelt. Allah. Und drittens, die Bibel beweist durch ihren eigenen Text, dass sie nicht von Menschen, sondern von einem allmächtigen, allwissenden und allliebenden Gott geschrieben wurde. Das ist richtig. Aber wer bestimmt jetzt, wer die Bibel geschrieben hat? Die wurde nie in der Vergangenheit geschrieben. Die wird erschaffen in dem Moment, wo du das anschaust.
Wir sind schon wieder bei der Vergangenheit. Ja. Was war zuerst da, das Ei oder die Henne? Jetzt die erste Frage, die du dir stellst, existiert ein Ei, wenn du nicht dran denkst? Existiert eine Henne, wenn du nicht dran denkst? Die beantwortet sich von selbst, wenn du an was nicht denkst, existiert es für dich nicht. Dann kannst du sagen, ja, aber dann die anderen doch. So, jetzt sage ich das Wort Eiffelturm. Hat der Eiffelturm jetzt die ganze Zeit existiert? Jetzt sage ich, Schnipp, denke mal an deine Ohren. Wo waren die jetzt die ganze Zeit? Jetzt denkst du an deine Ohren. Jetzt wird deine Logik sofort wieder kontern. So ein Blödsinn, was erzählt denn? Ja, wenn ich keine Ohren hätte, hätte ich das jetzt die ganze Zeit nicht gehört. Die ganze Zeit, was ist die ganze Zeit? Die ganze Zeit ist die Ewigkeit. Die ganze Zeit ist die Ewigkeit. Und die Ewigkeit ist jetzt. Das ist dieser Punkt, in dem sich alles befindet. Schon der Fehler, sich die Ewigkeit ausgedehnt vorzustellen, ist keine Ewigkeit mehr. Das Jetzt sich ausgedehnt vorzustellen, ist nicht jetzt. Es ist eine Vorstellung, ein Zeitfenster oder Raumfenster, wie ich das nenne. Das war's? Ja. Wir haben es ja. Super, danke. Das war jetzt irgendwie alles richtig und trotzdem verkehrt. Die Falle ist das raumzeitliche Denken. Ja. Und ich sage, halt mein zweites, erstes und zweites Gebot. Mach dir kein Bild von dir selbst, weil wenn du an dich denkst, dann taucht deine Existenz, ein Gedanke, eine Information in dir auf. Ob das jetzt ein Körpergefühl ist, das du hast, wenn du an den aktuellen Mom in deinen Körper denkst, oder du denkst dich als Säugling, das spielt keine Rolle. Schau mal, wie vielfältig du dich schon denken kannst, als 20-jährigen Affen, als 30-jährigen Affen, als Säugling-Äffchen. Aber es sind doch alles nur Gedanken. Der Denker ist was anderes wie das, was er sich ausdenkt. Ein Besitzer von etwas, du besitzt Gedanken, du besitzt Informationen. Ein Besitzer von etwas ist was anderes wie das, was man besitzt. Es sind so einfache Worte. Du wirst feststellen, es ist vollkommen unmöglich, mit normalen Menschen zu kommunizieren. Und wenn er Hauch von Geist ist, die meisten stürzen sofort ab bei solchen Worten, die wird eine Hasswelle entgegenkommen und glauben, ich weiß, wovon ich spreche. Und die drehen sich selber den Hals zu. Und dann doch wieder nicht, weil kann sich ein Gedanke, den ich jetzt denke, den mir nicht vertrauenden Gedanken, den Menschen, der mir nicht vertraut, das ist doch schon wieder was Gedachtes. Ich sage, die interessieren mich überhaupt nicht. Der Einzige, der mich wirklich interessiert, ist der, der mich jetzt ausdenkt. Egal, an was du denkst, wenn du an den Udo denkst. Ob du jetzt an das Pixelmännchen denkst, wie ich sage, oder ob du dir an den Udo irgendwo hin denkst da außen. Der, der mich jetzt in seinem Kopf verschafft, mich meine ich jetzt den Udo, der interessiert mich. Dieser Geist, nicht die Person, die du zu sein glaubst. Und ich kann mich massiv, du brauchst den Udo nicht. Was du brauchst, ist die Weisheit, die ich dir vermittle. Ja, das ist wohl wahr. Und die kannst du dir aus dem Internet, aus mir selbst, ich bin UB, ich bin das Internet, die Datei, die Kollektion aller Kollektionen, kannst du dir das raus und geh auf die Holofeeling-Seite. Und dann studiere und studiere und studiere. Ich sage, jedes Buch, alles, was du zurzeit magst, ist natürlich auch von der Reife abhängt, da muss ich auch immer wieder, das ist sehr unvollkommen, was ich jetzt dir mitteilen kann. Erste Botschaft, lebe dein Leben, aber neugierig auf dich selbst. Und das, diese Antworten bekommst du nur, wenn du anfängst, Holofeeling zu studieren. Und das muss man allein machen, um das Alleine zu werden, das du eigentlich immer bist, was wir sind, wenn wir eins sind. Wir sind immer eins, weil wir immer sind. Schon die Tatsache, dass man immer ist, erfordert das Einssein. Ein nicht existierendes Bewusstsein. Ja. Jetzt lassen wir es gut sein. Klasse. Doch, dann bis gleich. Tschüss.